So, willkommen zu einem neuen Video von Lautlos Performance und ihr kennt mich ja schon, ich brauche mich nicht jedes Mal vorstellen. Heute geht es um die Kühlung. Man sieht hier hinten vielleicht schon ein bisschen um die Bremsenkühlung. Ihr kennt ja das Problem bei Model 3 Performance, wenn ihr viel stark bremst oder auf dem Trackday seid, dass die Bremse gern anfängt sehr schnell heiß zu werden, dann der Druckpunkt wandert, die Scheiben, die Belege sehr schnell verschleißen. Und das war auch mein Problem teilweise auf dem Trackday und deswegen will ich jetzt Abhilfe schaffen für alle, nicht nur Model 3 Performance Fahrer, sondern eigentlich alle Tesla Fahrer, die Model 3 haben. Auf die anderen ist es genauso übertragbar. Ich habe Schlauch, ich habe Trichter, ich habe neue Ankerbleche, Kleinteile etc. Das werde ich jetzt verbauen, testen, schauen, ob es funktioniert. Nehmt euch dabei mit, dass ihr seht, wie das so ungefähr aussehen kann, dass es nicht groß wahrscheinlich die Aerodynamik beeinflussen wird, hoffe ich mal. Wird es ja in verschiedenen Ausbaustufen dann geben, für viel Luft und ein bisschen weniger Luftzufuhr. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne schreiben. Wenn ihr kein Model 3 Performance habt, sondern irgendein anderes E- oder Hybridauto und braucht Verbesserungen jeglicher Art, könnt ihr euch natürlich genauso melden. Und viel Spaß. Bis gleich.